Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Film. Heute machen wir was, was eigentlich niemand zu Hause macht. Es wird also ein ganz spezieller Film. Und zwar hat sich beim letzten Reifenwechsel gezeigt, dass die Innenkante der Reifen stärker abgefahren war als die Außenkante hier. Das heißt, wir haben Probleme mit dem Sturz. Ich erkläre euch jetzt mal die Radgeometrie. Und zwar ist es so, das Rad sieht so aus, wie wenn es senkrecht wäre, ist es aber bei weitem nicht. Das Rad ist ein bisschen nach außen geneigt, das nennt man Sturz. Wenn es so rumgeneigt ist vom Fahrzeug aus, ist ein positiver Sturz. Wenn es so rumgeneigt ist, ist ein negativer Sturz. Zusätzlich hat es eine Spur, das heißt, die Räder stehen etwas so schräg. Da der Reifen an der Innenkante abgefahren war, sieht es nach einem Sturzproblem aus. Jetzt würde natürlich jeder sagen, das muss man jetzt optisch vermessen, aber ich möchte euch heute zeigen, mit ein bisschen Mathematik und Heimwerkermitteln geht das auch. Für die Messung des Sturzes habe ich mir folgende Apparatur gebastelt. Das ist ein Schlosserwinkel, den wir hier auf dem Brett montiert haben. So fest, dass da keinerlei Spiel ist. Die Stellung des Bretts kann man hier mit den Stellschrauben justieren. Da geht es dann runter und hoch. Und man kann die Stellung hier mit den Kontermuttern festhalten. Jetzt haben wir hier die Senkrechte. Und genau auf diese Senkrechte beziehen wir uns. Wie diese Grundplatte steht, ist letztendlich egal. Aber der senkrechte Teil, mit dem wir messen werden, den muss ich jetzt halt ziemlich senkrecht ausrichten. So, die Richtung ist nicht ganz so wichtig, aber sie sollte schon halbwegs stimmen. Hier muss man jetzt so präzise einstellen, wie es nur irgendwie geht. So, besser werden wir das wohl nicht mehr hinbekommen. Benutze ich ein Endmaß, das genau 50 mm hat, weil ich muss ja hier über die Kappe drüber. Auf dem engeren Maß wird es genau eingepasst. Das heißt, hier haben wir jetzt genau 50 mm Abstand. Schauen wir mal oben und hier sehen wir, das ist der Sturz. So, hier passt genau ein 3 mm zusätzlicher Streifen drunter. Das heißt, wir haben 3,0 mm oben mehr als unten. Jetzt kommt der theoretische Teil. Wir müssen uns mal überlegen, was die 3 mm bedeuten. So, das ist mal das Rad und wir haben oben 3 mm mehr gemessen als unten. Das nennt man einen negativen Sturz. Wir berechnen jetzt mal, was für einen Sturzwinkel wir haben. Der Sturzwinkel Alpha wäre hier. Der Abstand zwischen den Messpunkten beträgt 361 mm. Der rechte Winkel befindet sich hier. Das ist die Gegenkathete zu dem Winkel. Das ist die Hypotenuse. Gegenkathete durch Hypotenuse war der Sinus. Also Sinus Alpha sind 3 durch 361. Also 3 durch 361 gleich. Und dann brauchen wir den Eicosinus davon. Der Eicosinus hiervon wären 0,476. Jetzt wird es aber üblicherweise nicht in Dezimalgraden angegeben, sondern in Minuten, also mal 60. Das heißt, wir haben einen negativen Sturz von minus 28,6 Minuten. Nullwerte für unseren Golf wären plus 20 plus minus 30 jeweils Minuten. Wir sind also 48 Minuten vom Mittelpunkt des Intervalls weg. Wir sind aber auch von der Grenze, die ja von minus 10 Minuten bis nach plus 50 Minuten ginge, außerhalb. Das heißt, wir müssen den Sturz auf jeden Fall einstellen. Um die Fehlerrechnung ein bisschen zu unterstützen, habe ich die Messung auch mehrfach wiederholt. Es ergab sich jedes Mal ein Sturzwinkel, der um die 30 Minuten lag. Wir machen es uns jetzt nachher in der Garage einfacher. Das heißt, wir messen nicht jedes Mal und rechnen jedes Mal die Grad aus, sondern wir messen einfach, wie viel wir unten mehr brauchen, weil der Golf hat ja als Sollwert einen positiven Sturz. Wie viel, dass wir unten also mehr brauchen an Millimetern wie oben. Wir haben die 20 Minuten, das ist ein Drittel Grad. Natürlich gilt wieder der Sinus. Das heißt, Sinus Alpha ist x durch 361. X ist also 361 mal dem Sinus von einem Drittel Grad. 2,1 mm. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir unten 2,1 mm mehr Abstand zu unserer Senkrechten haben als oben. Wir gehen jetzt nach unten und versuchen, das Rad entsprechend einzustellen. Die Einstellung des Sturzes erfolgt über diese zwei Schrauben. Die untere ist nur eine Feststellschraube
Die obere Schraube sieht man hier, die sitzt exzentrisch und das ist auch eine Exzenterschraube und genau an der erfolgt die Einstellung des Sturzes. Wir müssen jetzt erstmal beide Muttern lösen. Nach 30 Jahren sitzen die Schrauben natürlich ein bisschen gemütlich. Das war mal eine. So, an die zweite. War schon mal zumindest ein kleiner Knacks. Okay. Ja, so sitzen Schrauben nach 30 Jahren. Müsste jetzt allmählich lose werden. So, jetzt dreht es auf beiden Seiten. Damit ist es lose. Das reicht schon vom Öffnen her. Mehr brauchen wir da gar nicht aufmachen. Scheiße. So, wenn die Scheibe jetzt beweglich ist, seht ihr, dann können wir loslegen. Der Sturz wird eingestellt, indem dass ich nun die Exzenterschraube von der Rückseite verdrehe. Jetzt gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Jetzt bin ich mal ein paar Grad nach unten gegangen. Die Verhältnisse haben sich jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Oben passt das Endmaß gerade so rein. Das heißt, oben haben wir die 50 mm Abstand und unten hat das Endmaß ein bisschen Spiel. Ich mache mal eine Abstandslehre dazwischen. Da geht gerade mal so, dass 10 Hundertstel Blatt durch, also 0,1 mm. Wir sind schon mal im positiven Bereich des Sturzes, aber ganz genügt es nicht. Wir wären schon innerhalb der erlaubten Grenzen, aber wir stellen noch ein bisschen mehr, weil wir hatten hier einen Zollwert von 2 mm. Eben haben wir von hier nach hier gedreht, also geben wir noch einen Zahn mehr. Also unser Sollmaß waren ja 2 mm und seht ihr, das ist ein 2 mm Blechstreifen. Also können wir den gerade als Einstellmaß benutzen. Oben passt das Endmaß genau dazwischen und unten passt das Endmaß bloß ganz knapp die 2 mm. Super, festmachen und gut. Genau in der Position ziehen wir es jetzt fest. Erst die obere Schraube, dass ich die Lage nicht mehr ändern kann. Beim Festdrehen muss ich natürlich darauf achten, dass ich die Stellung, also die hier, nicht ändere. Ich darf nur hier festziehen. Und hinten muss ich kontern. Die gleiche Nummer in der unteren Seite. Wobei es hier egal ist, wenn die Gegenseite ein bisschen verrutscht, weil das ist schon eine normale Schraube. Russischen Freunde nehmen wir jetzt ein dynamometrisches Kicklotsch. Mit 80 Newtonmeter angezogen. An die untere kommen wir so noch dran. Aber letztendlich kommen wir mit dem Drehmomentschlüssel hier nie richtig bei. Wir machen also schnell das Rad rund, dann haben wir mehr Platz. Und wir haben 80. Und die untere Mauer. So, jetzt ist wieder alles fest. Setzen das Rädchen drauf, machen nochmal eine Endkontrolle und dann sind wir auch schon fertig. So, die Endkontrolle zeigt, dass wir knapp unter 2 mm sind. Volltreffer. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, was für ein Fehler in so einer Messung steckt. Dafür gehen wir jetzt mal in den Keller und ich zeige euch, wie genau ich die Senkrechte bestimmen kann. Es wird jetzt einige geben, die behaupten, mit so einer primitiven Apparatur könnte man niemals den Sturz vernünftig einstellen. Deshalb machen wir jetzt ein bisschen Fehlerrechnung. Hat eine Schenkellänge von 40 cm. So. Angenommen, ich habe einen Fehler von 1 mm zwischen oben und unten in der Bestimmung der Senkrechte, dann gilt Sinus Alpha gleich 1 zu 400 mm, das heißt 1 zu 400 Second Sinus
und wir haben 0,14 Grad oder mal 60. Das heißt, der Fehler wären ungefähr 9 Minuten. Unsere Einstellgenauigkeit sind aber 20 plus minus 30 Minuten. Das heißt, bei einem Fehler von 9 Minuten kann ich mich gut in die Mitte des Intervalls einstellen, wo erlaubt ist. So, und jetzt zeige ich euch mal mit klassischer Technik, die Pyramiden hat man auch schon so gebaut, dass man die Senkrechte ohne Probleme auf 1 mm bestimmen kann mit meiner Wasserwaage. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier irgendwo zum Aufhängen. So ist das jetzt absolut parallel zum Faden. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Süßigkeiten gegessen, dass meine Gravitation den Faden schon aus der Mitte ablenkt und die Libelle steht genau in der Mitte. Um den Fehler jetzt zu demonstrieren, stelle ich die Wasserwaage, den Winkel jetzt so schräg, dass die Wasserwaage am Strich ansteht. Das wäre also der maximale Fehler, wo auf eine Seite geht. So sieht man, dass der Spalt nach oben deutlich größer wird. Wir messen das gleich mal. Sind es jetzt dort knapp 3 mm und oben haben wir knapp 4 mm. Das heißt, ich habe jetzt halt 1 mm oben mehr als unten und der 1 mm entsprach hier 8 Minuten. Damit haben wir keinerlei Problem und das kann man lässig mit der Wasserwaage hier ablesen, weil nach 1 mm steht sie schon am rechten Strich. Heute habe ich euch mal gezeigt, wie man den Sturz einstellen kann, ohne Computervermessung, ohne optische Messbank. Und was weiß ich. Es wird natürlich gewisse Kritik an dem Film geben, aber ich habe euch ja eben gezeigt, dass die Fehler absolut innerhalb der Toleranz sind. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.